Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Wangi Ruffy und wir sind unterwegs bei World of Tanks auf Frontline. Dieses Video entstand am letzten Tag von der ersten Session dieses Jahr. Und ich bin unterwegs mit dem SMV CC67. Und wir sind unterwegs auf der Karte ganz rechts auf C. Zone B wird angegriffen. Und ich finde vor allem hier auf Normandie kann man C auch relativ gut verteidigen, je nachdem der Gegner spielt. Das ist leider daneben. Der erste, der sich vor der Kanone stellt. So, ich werde vom Hügel beschossen. Oder von der Kuppe da oben. Das Bild ist wieder offen. Ja, sobald ich nach vorne stehe, kann ich das Sensoren eigentlich nicht verschlagen. Dafür werde ich jetzt wieder von Richtung Cap geschossen. So, da es nicht so gut lief, habe ich mich dann umentschieden auf Mars zu wechseln. Oder habe ich dann auf Mars als zweites. Dass man hier ein bisschen auf der rechten Seite mithelfen kann. Da oben überhaupt ein Heavy steht, ist auch selten. Jetzt war es fett vorgefahren. Deshalb konnte ich ihn treffen. Ich wollte erst den Schuss machen, aber haben wir dann doch verkniffen. So tue ich auch da nachladen. Der erste Schuss braucht er am längsten. Der Centurion AX ist auch ein Schussprofi. Er trifft immer durch die Brücke durch. Wenn ich da durchschießen würde, ich würde eher die Brücke treffen. Ich versuche erstmal durchzufahren. Zum Reparaturkreis. Zone B wurde jetzt leider schon eingenommen. Finde ich, lässt sich auch am schwersten verteidigen. Sollte der T44-100
Und da in Position wegfahren. Das kann ich denn hier. Einmal getroffen. Tun den letzten Schuss mit raus. Da er dadurch rausgeht. Aber jetzt kommt von hinten der M48. Premium-Panzer, ich kann mich aber noch zur Seite fahren, dass ich wenden kann. Jetzt ist der Hügel erste Mal alle Panzer weg. Das heißt, wenn sie das wieder einnehmen wollen, müssen sie hier hochkommen. Können wir doch mal einen mitgeben. So, wenn man den Gegner so weit wie möglich von dem Cap-Kreis weghalten kann. Dadurch, dass ich jetzt alle Schüsse wieder rausgeschossen habe, konnte ich wenigstens meine Kette reparieren. Nachladen. So. T69. Sehr aggressiv. Der nächste schon in die Ecke. Vorschießen konnte, hat mich der. Ich weiß gerade nicht, so, der mich da rausgenommen hat. Leider geht das mit dem Replay viel zu schnell vorbei. So, und ich habe auf dem Heavy gewechselt. Auf dem Rogetto 54. Weiter sind wir aus einem Rang aufgestiegen zum Unteroffizier. So, da sind wir drei da oben. T69 können wir noch eine mitgeben. Heißt, dass wir wieder nachladen. Weil er den Schuss vergeigt. Nachladen dauert halt ewig. Das war auch noch ein kritischer Treffer, kein Schaden gemacht. Das ist immer sehr ärgerlich. Und wie man sieht, viele haben auch hier schon ihre Reparatur gestartet. Jetzt habe ich erstmal überlegt, dass ich erstmal in Ruhe nachlade. Schwere Artillerie ist bereit. Reserve beflügeln ist bereit. Komme zur Hilfe. Das war knapp. Und nach wie vor sind gerade mal zwei Zonen verloren gegangen, oder eine Zone verloren gegangen, B. Guter Schuss, in Flammen gestellt, Flammen gesetzt.
Und er hat kein Fahrlöcher dabei. Und wir steigen auf zum Leutnant nach diesem Kill. So, hier oben steht ein Portetto. Mit. Trifft beide. So, zwei Schüsse nachgeladen. Dritte lädt jetzt auch nach. Ich wahrscheinlich am Ziel habe, ist auch nachgeladen. So sieht's aus. So, jetzt haben wir das Potato wieder. Tattoo raus. Wichtigeres Ziel. Leider haben es unsere Leute jetzt nicht geschafft, das Cap zu verteidigen. So, der Ziel wird eingenommen. Und er wird rausgenommen. So, ich habe wieder auf dem SMV CC67 gewechselt. Ghetto. Wenn wir gleich mal eine mitgeben können. TS 54 prallt ab. Kette beschädigt. Geschütz beschädigt. Wir haben Genauigkeit eingebüßt. Da hinter Gott steht noch ein P44 Pantera. Kampf der Italiener. Getroffen. Wir stecken fest. Er ging voll durch ihre Panzerung. Noch ein Treffer. Wir stecken auf zum Hauptmann. Wie man sieht, der Pantera schießt mit verbesserter Munition. Auch der T-645P schießt mit verbesserter Munition. Prallen aber ab. Wir haben sie böse erwischt. So, der Pocchetto macht mir den Gefallen, dass er stehen bleibt. Dass ich noch rausnehmen kann. TS-54 nimmt mich jetzt raus. Ärgerlich. Jetzt müssen wir mal warten, bis man wieder eine Verstärkung zur Verfügung hat.
Aber da wir ja schon bis zum Hauptmann gekommen sind, ist die Runde eigentlich schon sehr gut gelaufen. Fehlen nur noch zwei Ränge. So, jetzt haben wir wieder den Mars am Start. Unser General hat das Feld betreten. Und auf unserer Seite ist der erste General aufgetaucht. Der Pantera. Ah, das ist fast. Aber dabei auch gleich aufgegangen. Das ist fast auch. Und da können wir den Pantera rausnehmen. Und damit ist die Runde auch schon gewonnen. Die Zeit war abgelaufen, der Gegner konnte nur zwei Basen erobern. Und damit war es auch eine relativ schnelle Runde. Und dann können wir uns noch das Gefechtsergebnis von der Runde angucken. So, das Gefechtsergebnis von Frontline auf Normandie. Wir haben 7155 Schaden gemacht, 2 Kills. Und die Runde ging gerade einmal 16 Minuten. Ist eigentlich für eine Frontline-Runde ja relativ kurz. Dadurch, dass auch nur zwei Gebiete eingenommen worden sind. Und in den 16 Minuten haben wir 220.496 Credits plus gemacht. Haben 7.714 Erfahrungen gekriegt. Und ich hoffe, und wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.